Lasse Lütke Kampenberg hier bei mir, Referee bei den Stadtis. Lasse, grüß dich. Moin. Lasse, dein erstes Spiel heute war, glaube ich, das erste vor den Preußen direkt, das Auftaktspiel, ne? Ja, genau. Ja. War, glaube ich, ein relativ einfaches zu pfeifen, oder? Ich denke, es gibt schwere Spiele, wobei sich die 2 Minuten Strafen und gelben Karten bei dem Turnier eigentlich in Grenzen halten. Fairness steht ja eigentlich immer im Vordergrund, da kann ich mich natürlich nicht beklagen. Was hast du lieber, wenn es so ein bisschen ruhiger zugeht oder auch mal ein bisschen hitziger durchaus? Eine gute Mischung macht es, glaube ich, immer ganz gut aus. Wenn jetzt gar nichts los ist, aus Schiedsrichtersicht auch immer ein bisschen langweilig. Ein bisschen Würze im Spiel ist für den Schiedsrichter eigentlich auch immer ganz interessant. Was macht das Pfeifen für dich in der Halle so besonders? Die Intensität an Zweikämpfen und die Masse an Entscheidungen, die man treffen muss, und das Pensum, das ist nochmal ein deutlich anderes als draußen. Deswegen macht mir persönlich Halle super viel Spaß. Was ist das nächste, was du pfeifen wirst hier unten auf der Platte? Da muss ich mal nachgucken. Das ist Ex-Stadtis gegen das Hiltrup. Ah, guck mal, da kam schon der Lehmann-Zettel. Ja, das ist mir auch eingefallen. Hast du ein Lieblingsspiel, was du gerne noch pfeifen würdest hier? Nee, ich muss auch sagen, also die Erfahrung zeigt, dass die Namen der Mannschaft auch eigentlich nicht immer so vielversprechend sind, was das Spiel angeht. Also auch in einigen Partien, wo ich sag mal, niederklassige Mannschaft gegeneinander spielen, kann es auch immer gut hergehen. Das ist eigentlich recht unabhängig von den Mannschaften. Lasse, ich wünsche dir doch viel Spaß, ne? Ja, danke gleichfalls. Ich danke.